Gib mir sofort meine Brüder zurück. Ja, was er gesagt hat. Du hast keine Ahnung, wovon du sprichst, Troll. Ihr zapft Brozones Talent ab, weil ihr selbst keins habt. Ihr großen Schwindler. Okay, wir gehen dann mal wieder. Sofort. Folge diesem Luxusfahrzeug! Nuru, Poppy! Eine langweilige, zähe Show auf der Bühne bieten, oder? Doch, na klar, genau dafür haben wir Tickets gekauft. Wir gehen mit der Show auf die Straße. Oh, Mann. Ich will mich durchwursteln, aber die haben keinen Respekt vor dem Blinker. Tiny, gib mir das Teil. Welches Teil? Du weißt schon, das Teil, das Ding. Mm-mm. Komm schon, Tiny, jetzt stell dich nicht blöd. Ja, ich wusste gleich, was du meinst. Das ist gut. Branch, da sind sie! Halt sie auf Kurs, Tiny. Halt durch, Floyd! Wir holen euch hier raus! Moving on! Hey! Hold your head up, moving on! Keep your head up, moving on! Leute, was hat Ende der Straße zu bedeuten? Immer ihr wollt. Ich muss verlieren! Bridget, Grizzle, perfektes Timing. Wir wären schon früher hier gewesen, aber wir mussten vorher noch jemanden abholen. Viva, du bist gekommen. Ja, cool, oder? Obwohl ich kurz vorm Ausflippen bin. Du hast eine sehr mutige Schwester. Nein, ich habe zwei sehr mutige Schwestern. Poppy, es tut mir echt leid. Wegen vorhin. Ist schon okay. Unsere Geschichte ist kompliziert. Ist doch egal, wenn wir nicht perfekt sind. Hauptsache, wir sind zusammen. Ich hätte mit euch mitkommen sollen. Ich hatte... Hast du mir gerade die Haare geflochten? Ja, ich habe von der Besten gelernt. Oh, meine Güte, das ist so fabeltastisch. Oh nein, haltet eure Cupcakes fest! Hält dich gut fest, Grizzy! Grizzy, was machst du denn? Bestes! Euch allen gut? Ja, aber wir sind noch nicht fertig. Let's go!
mein Kerl? Ich erinnere mich nicht an alle meine Verehrer, Grizzy. Entschuldigung, komme ich etwa unpassend? Ich suche einen Troll mit dem Namen... Baby Branch! Du machst einen Fehler, Fremder, der mich vielleicht ähnlich sehen mag. Hier gibt es keinen Branch. Sieh dich an, groß bist du geworden. Du bist kein kleines Baby mehr, eher ein Riesenbaby mit einem fetten Hintern. Au! Ich kann dich aber trotzdem noch hochheben. Komm her. Schwerer Bursche. Da knallt's in meinem Rücken. Kleiner Krampf, oh Gott. Augenkrampf. Hey, sofort aufhören. Lass meinen Freund runter. Wer bist du und was willst du? Hey, au. Was geht? Du hast recht, unhöflich von mir. Ich hab mich gar nicht vorgestellt. Ich bin Branchs Bruder. Was? Drama. Popcorn, Dinkles. Und das bedeutet... Wir klettern über die Mauer. Wir tun was? Wann? Wir planen unseren Aufstieg etwa 200 Meter östlich des Eingangs. Zum Glück habe ich extra Gummihandschuhe eingepackt. Ich bin müde. Trag mich. Das musst du allein schaffen, Tiny. Du musst jetzt ein großer Junge sein. Aber mir tun die Füße weh. Ich will nicht. Am schnellsten kommen wir übers Dach rein. Über die Lüftungsanlage. Ich liebe es, wie du Lüftungsanlage sagst. Dankeschön. Aber wir müssen an den Ventilatorblättern vorbei, damit unsere Cupcakes nicht geschreddert werden. Wir haben Cupcakes mit? Nein. Nein. War anders gemeint. Ist unwichtig. Danach kappen wir den Strom, damit wir uns frei durch die inneren Luftschächte bewegen können. Woher weißt du, welche Kabel die richtigen sind? Ich weiß es nicht. Ich fackel einfach alles ab, bis irgendwas ausgeht. Hallo? Danach müssen wir ein bisschen suchen, aber wir werden Floyd in einem dieser Räume finden. Sieh nur, da ist er! Komm mit! Floyd! Branch? Bist du's wirklich? Ja. Ich bin's wirklich. Wow, du bist in die Weste reingewachsen. Du bist jetzt ein Mann. Ah, endlich einer, der mich versteht. Aber ihr müsst verschwinden. Jetzt sofort. Nein, Floyd, ist okay. Wir sind hier, um dich zu retten. Nein, das ist eine Falle. Velvet und Vinir, die haben euch hergelockt. Ihr müsst verschwinden, bevor sie zurückkommen. Beeilt euch. Nein, ich werde sicher nicht ohne dich gehen. Branch, bitte, tu es für mich. Frozen, tauchen hier auf. Mein Brief hat funktioniert. Ich bin ein Genie. Sicher, dass du dir da sicher bist. Oh nein. Das Ding beißt mich. Ab in den Schrank, Hallo. Floyd, Bro! Brüder. Es ist so schön, dich zu sehen. Wir wären ja schon früher hier gewesen, aber die konnten nicht aufhören, sich gegenseitig anzuschreien. Leute, bitte. John Dory, du hast auf dem Parkplatz mit dem Schild reserviert für Brozone geparkt. Kam dir das nicht verdächtig vor? Oh, jetzt gibst du mir die Schuld. Willst du das nicht? Sieh nur, wenn sie streiten, sind sie sogar noch viel niedlicher. Was machst du da? Komm schon, Mann, du bist besser als das. Herzlichen Dank. Ich verstehe nicht, wieso ihr euch so aufregt. Wir setzen euer Talent wenigstens sinnvoll ein. Ganz im Ernst, gern geschehen. Was? Ihr seid krank? Du hättest sagen müssen, danke, dass euretwegen unser Talent nicht mehr ungenutzt bleibt, Velvet und Vinir. Komm mit, man erwartet uns schon am roten Teppich. Geben wir Autogramme auf ein paar Popos. Oh, super Idee. Ich hole meinen Popo-Marker. Wie fühlst du dich? Glücklich, dankbar und es tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe, um mich dir zu öffnen. Wow, zu viel Info. Es gibt Grenzen, mein Freund. Das sind zu viele Gefühle. Was ist gerade passiert? Oh, das! Wie war dir die Haare geflochten? Das heißt, sie mag dich. Das heißt, ich mag dich! Es wird die beste Familienzusammenführung der Welt! Und wir führen ein langes Gespräch mit Dad. Tja, der König der Geheimnisse. Ja, oder? Was ist los mit ihm? Er wird sich so freuen, dich zu sehen.